Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 75 und wir haben einen neuen Morgen und die Sonne scheint wieder. Wunderbar. Ich habe ja gestern noch bis zum letzten Quäntchen Licht Holzstücke eingesammelt. Und ich sehe gerade hier, das ist jetzt reif, das Feld. Ich glaube, der Düngerhelfer hat mitten bei der Arbeit aufgegeben. Ah, den hätte ich jetzt auch gleich losschicken können. Da, diese Ecke habe ich noch freigesammelt. Aber da oben auf dem Feld bin ich noch nicht fertig geworden. Vielleicht stelle ich mich hier mal einfach irgendwie in die Ecke rein, unauffällig. So. Und wenn ich nichts anderes zu tun habe, kann ich das dann vielleicht noch weitermachen später. So, hier. Naja, ist immerhin so zwei Drittel fertig geworden. Und jetzt kann man hier aber ernten. Wie verrückt. So. Dann stelle ich jetzt erstmal das Düngeding weg, oder? Ich guck mal. Ob ich da noch Felder habe, die noch gedüngt werden wollen. Nee, es will alles geerntet werden. Hier, das ist alles erntereif. Das ist alles erntereif. Nur dieses hier. Das könnte ich noch düngen. Aber das ist vielleicht schon gedüngt. Mal gucken. Das sieht man hier. Gedüngt. Muss gepflügt werden. Das will ich aber gar nicht wissen. Da könnte ich einfach mal hinfahren. Und gucken, ob das noch gedüngt werden will. Ich glaube ja, da war ich schon, aber man kann ja gegebenenfalls auch zweimal düngen in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Ah, der steht hier, dann kann ich den gleich mal ernten lassen. Denn der hat heute viel zu tun. Der hat so viel zu tun. Ja, das ist eine Überlegung wert, ist, ob heute vielleicht der Tag für den zweiten Mähdrescher sein könnte. So. Dann ist natürlich mein ganzes schönes Geld wieder weg. Ja, und helferig. Oder habe ich gar keine... Doch. Nee, das bin ich, glaube ich. Ja. Sehr gut. Erstmal gucken. Strohablage ist angeschaltet. Gut. Dann mal los, lieber Helfer. Und ich kümmere mich hier noch ums Düngen. So. Bei diesen kleinen Feldern macht es ja schon auch Sinn, einen kleinen Mähdrescher zu haben. Also mit einem Mittelklasse-Mähdrescher ist man hier ja ziemlich verloren. Und einen kleinen könnte ich mir wahrscheinlich auch noch leisten. Ist nur die Frage, ob es auch für Mähwerk, Schneidwerk reicht. Das gucke ich gleich mal. Denn wenn, wird es ja Sinn machen, das jetzt gleich zu machen. Kurz entschlossen. Damit der neue Mähdrescher hier fleißig mitwerkeln kann. Bei all den vielen Feldern. Und wahrscheinlich brauche ich dann auch nochmal einen zusätzlichen großen Anhänger. Also so einen Agroliner. Um an zwei unterschiedlichen Stellen bereit zu sein zum Ernteeinsammeln. So, jetzt gucken wir mal. Erst mal raushüpfen und gucken. Gedüngt. Ja, das ist, da ist wohl einmal drüber gedüngt. Dann könnten wir hier nochmal. Aber erst wieder zurück. So. Und mehrere von euch haben sich gewünscht, ah, das hatte ich glaube ich schon gesagt, dass ich Unkraut anschalte.
Ich würde sagen, das mache ich, wenn ich hier diese nach dem Regen Phase bewältigt habe. Ja, man sieht das Düngen gar nicht. Aber da wird gedüngt. Gut. Okay, und die Kartoffelernte kann wieder losgehen. Dann fahre ich den auch mal hin. Zu den Kartoffeln. Na, hier ist das schon sehr viel besser ohne die ganzen Stumpen im Weg. Bisschen was habe ich ja schon geschafft. Boah. Der tut sich hier auch schwer mit den zwei Hängern. Gut, der hat auch nur 150 PS. Da sollte ich vielleicht den gebrauchten Case dranhängen. Okay, aber jetzt flitzen wir hier erstmal zu dem Kartoffelernter. Und lassen den weitermachen. So, muss der Meter zurück? Nee, muss gar nicht. Ist bald voll. Gut. Dann gucke ich mal. Habe ich überhaupt einen gebrauchten Case? Ja. Der düngt gerade. Na, damit ist der gleich fertig mit dem Düngen. Da hinten sehe ich den. Da, links oben. Ja, und wenn der fertig gedüngt hat, dann kann der das große Anhängergespann fahren. Okay. Gut, jetzt gucke ich mal hier bei den Silos, ob da irgendwas ist. 4800 ist ja so gut wie nix. Und hier 60.000. Gut, das könnte man immerhin verkaufen. Ja. Also wenn ich nichts anderes zu tun habe, könnte ich das machen. Aber es gibt bestimmt wirklich Berge zu tun. Jetzt gucke ich hier nochmal die Felder. Also das hier ist ja Kartoffeln. Das muss geerntet werden. Diese beiden und hier die 5. Schafft das der Mähdrescher? Oder brauche ich einen zweiten? Ich meine, es ist ja eigentlich eine Sondersituation momentan. Sonst hätten wir ja einen Teil schon gestern geerntet. Nämlich dies und dies hätten wir gestern geerntet. Ja, und die anderen sind jetzt erst heute reif geworden. Aber vielleicht reicht auch der eine Mähdrescher. Also nur weil ich heute mal in Regentag nacharbeiten muss, brauche ich nicht unbedingt einen zweiten Mähdrescher. Es wäre natürlich bequem, aber ich guck noch mal. Ich hatte hier ja schon länger überlegt, den New Holland anzuschaffen. Die können sich auch gemeinsam den Corn Champion teilen, also für die Maisernte. Und habe ich hier auch den... Nee, habe ich nicht den Klaas. Weil der ist ein schöner Kompromiss zwischen einem kleinen Billig-Mähdrescher und einem Mittelklasse-Mähdrescher. Dann kann ich mir allerdings nicht den Korn-Champion teilen. Aber ich könnte den Korn-Champion für den Rosszillmasch kaufen. Hm. Ja. Tja. Ich denke mal, momentan kaufe ich den jetzt nicht, den zweiten Mähdrescher.
Und ich gucke hier nochmal, was wollte ich sehen? Ah ja, ob es hier Maisfelder gibt. Mais ist orange. Denn für Schweine brauche ich ja noch Mais. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen was im Silo. Hier baut niemand Mais an. Nix hier, alle leer. Sollte ich vielleicht selber Mais anbauen? Ja. Am besten auf einem ordentlich großen Feld. Vielleicht hier dieses Kartoffelfeld. Oder dieses da. Das wollte ich sowieso noch vergrößern. Und ich hatte aber, glaube ich, ein bisschen Mais im Vorrat. Ja, ein bisschen Mais hätte ich. Tja, jetzt gucke ich hier erstmal nach dem. Nach dem, ja, der braucht meine Hilfe. Und der auch. Also, und der ist fertig, das ist gut. Dann darfst du jetzt. Ja, so rumwenden. Gut, ja. Tja, hier könnte man auch noch einen Durchlass machen. Aber so oft muss man nicht von diesem Feld zum nächsten fahren. Man könnte die beiden Felder natürlich auch verbinden, dann hätte man ein Riesenfeld. Aber muss auch nicht unbedingt sein. So, jetzt hänge ich den mal ab, den Düngerstreuer. Also ich tausche jetzt hier Trecker. So. Weil der hier ein bisschen schwachbrüstig ist für die doppelte Fuhre am Berg. So. Gut. Und jetzt leeren wir erstmal hier den Kartoffelfahrer aus. Das ist jetzt irgendwie der dritte Tag in Folge. Und die zwei von den langen Feldern haben ja auch noch Kartoffeln, glaube ich. Da fällt natürlich dann auch tägliche Miete an. Aber ich denke mal, die tägliche Miete, die ist nicht so teuer. Das lohnt sich schon. War halt einfach blöd, dass es einen Tag lang geregnet hat. So, jetzt gucken wir mal, wie der sich am Hang macht. Wow, sehr gut, sehr gut. Okay. Dann soll der sich mal den Dünger umschnallen. So. Vielleicht braucht er auch das Gewicht. Ja, wir fahren mal schnell das Gewicht hoch. Denn der Case braucht das Gewicht jetzt nicht. So. Vorne. So. Jetzt können wir ein bisschen zurückfahren. Und zur Seite. So, wunderbar. Und ich denke, den lasse ich jetzt mehr oder weniger in Bereitschaft stehen, denn der wird ja sehr bald wieder gebraucht.
Wenn ich jetzt keinen Mähdrescher kaufe, könnte ich mir vielleicht die andere Sämaschine kaufen, die breiter ist und die gleichzeitig auch düngt. So. Ich stelle den einfach mal hier rein, samt Dünger. Dann habe ich natürlich immer noch keine Einzelkornsämaschine. Die bräuchte ich, um Mais anzubauen. Könnte ich mir auch noch kaufen, glaube ich. Aber so eine düngende Sämaschine würde mir, glaube ich, echte Vorteile bringen. Und dann würde ich die, die hier jetzt so rumsteht, erstmal in Reserve halten. So, der Mähdrescher. Okay. Der muss auch gleich mal abtanken. Da müsste ich dann auch hinfahren. So. Da könnte ich gegebenenfalls den kleinen neuen Anhänger nehmen. Da müsste ich aber erstmal das Holz verkaufen. Tja. So, und da haben wir schön Strom. Da könnte ich dann auch einen Schwader gebrauchen, um das Stroh schneller einzusammeln. Also um das zusammen zu schwaden. Ja, ja, was ich gern alles hätte. Jetzt gucken wir mal, ob das dort auch Weizen ist. Ja. Gut, dann kann der da schon mal ein bisschen was... so voll. Das macht keinen Sinn. Also, ich fahre jetzt mit dem hier. Erstmal zum Hof. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich diesen, ja, mittelkleinen Anhänger gekauft habe. Ja, mit dem kann man schon richtig was anfangen. Und den benutze ich zwar momentan noch nicht am Pickup, aber das kommt hoffentlich noch. So. Und hier nehme ich noch ein bisschen was von dem Holz mit, das hier rumliegt. Nämlich dort. Unter anderem. Ein bisschen weiter. Zack, zack, zack. Na, das war wohl nix. Komm. Der ist echt grenzwertig hoch, dieser Hänger. Aber es geht gerade so. So. Wie ich hier überall so meine Holzhäufchen habe. Könnte man natürlich auch im Winter den Ofen mit anheizen. Aber wir haben hier ja immer Sommer. So.
Es wird schon ziemlich voll. So, na komm. So. Es wäre ja schon schön, wenn ich diesen Haufen hier noch komplett mitkriegen würde. Es sind ja auch nur noch 5. So. 6 sind es noch. Gut, jetzt hüpfe ich da mal drauf. Gucken, ob das geht. Ja, das geht. Das ist auch besser als beim Agroliner, denn da kommt man kaum drauf gehüpft. So. Und jetzt hoffe ich, dass die Klappe noch zugeht. Ja, so einigermaßen. Gut. Fahren wir das mal verkaufen. Und dann laden wir den Weizen ein aus dem Mähdrescher und packen den erstmal ins Silo für die Hühner. So. Wobei ich gucke erstmal, wie viel ich schon habe. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit den Hühnerfuttervorräten. So, jetzt bin ich gespannt, was so eine Fuhre hier bringt. Oh, 4700, das geht. Dafür, dass das lästige Reste sind. Sonst bin ich ja immer mit dem kleinen Hänger gekommen. Da ist es dann natürlich weniger. So. Ups. Ich könnte den Weizen wahrscheinlich so oder so im Silo zwischenlagern und ihn dann, wenn ich ihn verkaufen will, mit dem großen Mähdrescher, mit dem großen Anhänger verkaufen. Tja, und beim Mähdrescher hätte ich jetzt das Rohr schon mal rausfahren sollen. Das wäre schlau gewesen. So. Ich meine, immerhin passen in diesen mittelkleinen Hänger fast 3 Fuhren vom Mähdrescher. Das ist doch schon mal ganz gut eigentlich. Okay, dann
kann er jetzt gleich weitermachen mit der Ernte. So, los geht's. Jawohl, erstmal überprüfen, ob Stroh kommt. Ja, kommt. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal nach unserem Kartoffelernter. Nun, der ist erst gut halb voll. Das ist in Ordnung. Ja, du kannst mal... mähen. Das ist jetzt bestimmt mehr als reif. Wir haben da ja ein Feld. So. Nee, so nicht. So. Gut. Hier schon anschalten. So. Jetzt gucken wir mal, wo das Feld anfängt. Jawohl, hier. Also, Helfer, du darfst loslegen. Sehr gut, da muss ich jetzt natürlich immer drauf achten. Oh, stopp, stopp, der... stopp, stopp, Helfer, stopp. Das Mähwerk ist oben. Und trotzdem hat er da irgendwie abgemäht, aber kein Gras runtergekriegt. Ist es denn reif? Ich denke, ja, muss. Ja, mehr als reif. Gut. Also... Mähwerk anschalten, runterklappen. So, jetzt läuft's. Sehr gut. Langsam. Ja, stopp, 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 stopp. Ach, das muss ich irgendwie immer einspielen hier an auf dieser Wiese. Weil an das Mähwerk war anscheinend so wie es soll unten, als ich gemäht habe. Und der Helfer hat es dann nach wenigen Metern hochgeklappt. So, und das ist natürlich... nicht im Sinne des Erfinders, und zwar, weil er wenden wollte. Was ja auch völliger Blödsinn ist. So, jetzt fahren wir hier erstmal anderthalb Bahnen selber. Mit der Helfer sieht, wie es geht. Und dann ab der zweiten, dritten Bahn funktioniert es meistens. Vielleicht muss ich auch mal reparieren. Korntank ist auch voll. So, jetzt gucke ich mal, ob der Helfer es jetzt blickt. Ja,
Ja, sieht ganz gut aus. Und hier, der Kartoffelernter ist fleißig zugänge. So, ja, vorwärts, vorwärts. Du schaffst es. Jetzt hat er schon wieder das Mähwerk hochgeklappt. Aber er wendet. Immerhin. Gut, jetzt scheint es zu funktionieren. So, und hier wollte ich gucken, wie viel Vorräte wir haben an Weizen. 22.000 Liter. Und was bringt der zurzeit? Tja, 1.300 ist jetzt nicht die Welt. Aber 22.000 Liter sind eigentlich ganz gut als Bestände. So. Ja, ich hatte ja überlegt, ob ich mir einen Schwader anschaffe, um die Strohschwaden zusammenzuführen, dass ich da mit weniger Aufwand das Stroh von den Feldern ernten kann. Aber jetzt wird mir auch gerade bewusst, dieser Rostzellmasch hat ja ein breiteres Schneidwerk, glaube ich, als der New Holland. Und das macht ja schon einen großen Unterschied. Da gucke ich mal. Das Schneidwerk vom New Holland ist 4 Meter und vom Rostzellmarsch 5 Meter. Und der Schwader, dieser hier, der hat gerade mal 9,3 Meter. Der kriegt nicht mal 5 Reihen, ja, 5 Reihen. Der kriegt nicht mal zuverlässig 2 Reihen zusammengeführt. Das macht gar keinen Sinn. Und dieser hier, der kostet gleich 62.000. Also kein Schwader. Die nehmen wir so, wie sie sind. So, und den stelle ich jetzt hier irgendwie ab. Ja, und wenn er voll ist, entscheide ich, ob ich das aufhebe oder im Gartencenter verkaufe. Gut. Der hier wird auch gerade wieder gebraucht. Na, ich bin jetzt schon sehr froh, dass ich zwei zusätzliche Trecker habe. Denn die werden ja im Prinzip ständig gebraucht. Ich klappe das hier mal zu, dass da nicht aus Versehen was reinfällt. Und ich bin auch ganz froh, dass das preiswerte Gebrauchtrecker sind. Ja, weil die hier ja nicht aufregende, tolle Arbeiten machen, sondern düngen und Anhänger ziehen, also richtig schnöde Arbeiten, da kann man ruhig Gebrauchtrecker für nehmen. So, ansehen steht an. Und da kann ich mir jetzt überlegen, ob ich mir die neue, andere Sämaschine gönne. Diese hier tut's ja. Aber mit der anderen spare ich mir jedes Mal einen Düngevorgang. Und zwar diese hier. Die ist 3,6 Meter breit, wirkt wie 5 Meter. Ja, der breite Unterschied ist erstaunlich gering.
Und aber der Hauptvorteil ist, dass die halt auch noch düngt. Und ich will jetzt ja immer düngen, dann hätte ich schon mal einen Düngedurchgang direkt beim Säen. Mache ich das? Ja, das mache ich. Dann werde ich jetzt hier den Dünger mal abkoppeln. Also den Düngeranhänger. Und diese Sämaschine wird jetzt erstmal eingeparkt. So. Mal gucken, ob ich die hier elegant rein transferiert kriege. So, ja, geht halbwegs. Und dann werden wir sehen, ob wir die noch brauchen. So, steht ein bisschen raus. Ja, die kann noch weiter rein. Auch wenn sie dann wahrscheinlich krumm wird. So, ja, so geht's. Okay. Und jetzt hole ich mir mal die neue Sämaschine ab. So. Und fange dann gleich mal mit dem kleinen Feld an, das wieder neu zu sehen. Tja, dann ist die Frage, was will ich da ansehen? Sojabohnen oder Raps für Faule? Weizen für fleißige Stroheinsammler oder Hafer für die Pferde. Ich guck mal nach den Preisen für Hafer und Weizen. Weil ich habe ja jetzt mehrere Felder für Hafer gerade am Start. Da brauche ich nicht unbedingt Hafer. Vielleicht sollte ich dieses kleine Feld irgendwann auch mal stilllegen und da vielleicht den Hof hin erweitern oder was auch immer. Vielleicht kann man es auch mit anderen Feldern zusammenlegen, denn das ist so einfach zu klein. Gut, jetzt brauchen wir hier natürlich noch Saatgut. Obwohl ich das, glaube ich, auch bei mir am Hof kriege. So, und Dünger. So, jawohl. So, da bleibt sogar noch Saatgut übrig. Das bleibt dann hier einfach stehen. Diese große Sämaschine fasst nämlich nur ziemlich kleine Mengen Saatgut. Na, da stehe ich immer noch nicht gut genug. Weil ja auch Dünger rein muss. So, jetzt. Okay, da bleibt auch was übrig. Na gut. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder so lang. Schlimm mit mir. Schlimm, schlimm, schlimm. Findet ihr auch, dass diese Sämaschine
sehr viel breiter aussieht als die rot-gelbe, die ich sonst immer habe. Ich finde, die wirkt wie doppelt so breit. Aber sie ist nur 60 cm breiter. Wahrscheinlich kommt dieser Eindruck, weil die links und rechts so Treppen hat und die gehören nicht mehr zur Seebreite dazu. Oh, jetzt wollte ich hier sehen, ganz toll, und jetzt muss ich hier erst Stroh einsammeln. Na prima, ganz klasse. Ja, dann werde ich mal als Hausaufgaben hier Stroh einsammeln. Das haben wir ja schon oft gemacht, das ist für euch bestimmt nicht so spannend. Und dann wird mit der neuen Sämaschine gesät. Aber leider erst in der nächsten Folge. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.